Fragen wir nochmal von vorne. Wie also heißt euer Schiff? Ein Schiff? Damit kann ich leider nicht dienen, junger Freund. Aber vielleicht mal für die nächste Reise. Was meinst du, Nottel? Nun hört doch bitte auf, mich so zu nennen. In Praios Namen. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich nicht so heiße. Verzeiht, normalerweise steht Nottel immer da, wo ihr jetzt... ja. Na gut, dann... Also, habt ihr irgendwelche Waren zu verzollen? Ja, was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Oh, das... Das sieht aus wie eine Transkriptionslinse. Ja. Ja, und was macht man damit? Nun, man drückt hier leicht drauf und dann... Den Nippel durch die Lasche ziehen. Und wozu ist das Ganze gut? Da muss ich noch mal nachschauen. Wo sind denn nur meine Notizen hin? Nottel, schau doch mal. Ach ja. Jetzt geht das schon wieder los. Hier werden wir nie fertig. Gut, fangen wir noch mal von vorne an. Oh, Nottel, na endlich. Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Lehrling. Na sowas. Gibt es ein Problem? Kann ich helfen? Oder eigentlich wollte ich nur etwas fragen. Dieser Mann stand plötzlich mit einem Haufen Kisten am Hafen herum. Er sagt, ihr sei eine Spektabilität, also versuchen wir möglichst respektvoll zu sein. Aber immer wenn man ihn was fragt, erzählt er in einem Fort nur von diesem Nottel. Wahrscheinlich gibt's den gar nicht wirklich. Das ist eine interessante Theorie, junger Freund. Seid ihr etwa auch vertraut mit Galottas Kommentar zur Philosophica Magica? Wonach wir alle nur Hirngespinste fremder Wesenheiten sind? Magiekunde, ihr spielt sicher darauf an, dass die tatsächliche Existenz unserer dritten Sphäre von manchen Gelehrten angezweifelt wird. Ganz recht. Auch Galotta spricht in seiner Abhandlung davon, dass Dere und der Kosmos eigentlich nur als Idee existieren und daher auch jederzeit verändert werden könnten. Beängstigend, nicht wahr? Der Kollege meinte damals, dass es die Götter sind, die unsere Welt träumen. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich es nicht auch selbst sein könnte. Interessante Vorstellung, finde ich. Darf ich übrigens deinen Namen erfahren? Man möchte ja schon gern wissen, wie man sich gegebenenfalls so alles einbildet. Nicht wahr? Mein Name ist Ebo, Sohn des Veraxum. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Vielleicht kannst du ja für mich nach Nottel schauen, ja? Richte ihm doch bitte aus, dass ich ihn dringend hier brauche. Hat wahrscheinlich mal wieder die Zeit vergessen, zerstreut wie er ist. Wo könnte Nottel sein? Nun, ich hatte ihm von diesen alten Hexensteinen dort oben erzählt. Sehr mächtig. Gut geeignet für Sphärenwanderungen und Blutmagie und sowas. Meint ihr etwa diesen Steinkreis im Nordosten? Hab ich mir mal angesehen. Sah unheimlich aus. Ja. Sowas interessiert junge Leute natürlich. Kein Wunder, dass Nottel schon so lange weg ist. Ja. Ich muss weiter, meine ich. So, vielleicht hat man es schon rausgekriegt. Die Folge ist nachsynchronisiert. Weil mein ganz geiler, toller, super, mega Aufnahmerechner von vor 4 Jahren oder so ähnlich aus irgendeinem Grund gesagt hat, ach ja, ich stelle jetzt für die Aufnahmesoftware ein anderes Voice-Aufnahmegerät ein und sage dir nicht Bescheid. Nun denn, ich versuche das Beste draus zu machen. Also, hier haben wir Scheißviecher, die plötzlich auftauchen. Aus dem Nichts, aber keine Herausforderung, sie sind für den großen Zwergenkrieger. Deswegen hauen wir mit unseren mächtigen Hauhieben auf diese haubaren Haudinger drauf. Und, beschwören uns einen neuen Bären, weil er wird uns einen Bärendienst erweisen. So, das ging relativ flott.
Racorio Montagonis, der Magier von Grade, ist sozusagen eine sehr berüchtigte Person innerhalb von Aventurien. Es ist eine, ja, ich würde mal sagen, ein Superman römisch 4 auf dem Gebiet der Verwandlungsmagie und eine Koryphäe der graumagischen Zunft. Es gibt drei große Magiergilden, wenn man es vereinfacht, die Weißmagier, die Graumagier und die Schwarzmagier. Und Racorium ist... ein super Graumagier. Hallo, ihr dort. Könnt ihr mir bitte helfen? Irgendetwas hält mich hier fest. Ja, Moment. Seid ihr Nottel? Oh, ihr habt schon mit Meister Racorium gesprochen. Ja, ich bin sein Schüler. Allerdings heiße ich Ungfried, nicht Nottel. Der Meister nennt mich nur so, weil es wohl einfacher ist. Racorium sucht euch, oder? Euer Meister kann sich euren richtigen Namen nicht merken. Nun, Nottel war der Name von Meister Racoriums erstem Lehrling. Und der Einfachheit halber nennt er seitdem alle seine Scholaren so. Als Spektabilität ist er eben sehr beschäftigt. Racorium sucht euch, oder? Was ist passiert? Wollt ihr den Steinkreis ansehen? Im Kompendium wunderwirksamer Steine wird er als außergewöhnliches Exemplar beschrieben. Er ähnelt Werken zwergischer Geoden, ist aber wohl noch älter. Das müsste ich doch wohl wissen, wenn das so auf wäre. Auf dem Weg hierher sind mir merkwürdige magische Fallen aufgefallen. Offenbar eine Art gebundener Transversalis. Am Steinkreis selbst war eine starke magische Spannung zu spüren. Sehr seltsam. Ich sprach ein Analys auf die Steine und dabei muss es zu einer Art Rückkopplung gekommen sein. Die arkanen Ströme fließen nun durch mich hindurch und halten mich hier fest. Hört ihr noch zu? Ist man ein Nerd, wenn man das so einfach so versteht? Racorium sucht euch! Der Mutter der Weisheit sei Dank. Ich war mir nicht mal sicher, dass er schon gemerkt hat, dass ich nicht mehr da bin. Könntet ihr mir helfen? Sonst stehe ich hier wohl noch die ganze Nacht. Wie kann ich euch helfen? Zwischen diesen Steinen hier hat sich eine magische Matrix aufgebaut, die mich daran hindert, diesen Ort zu verlassen. Ihr müsst einen Weg finden, den Zufluss an magischen Energien zu unterbrechen. Ich glaube, dass die Quelle dieser Energien irgendwo unterhalb dieses Steinkreises liegt. Auf dem Weg hierher kam ich an einem Höhleneingang vorbei. Vielleicht findet ihr dort etwas. Leider war er verschüttet. Aber ich bin sicher, dass euch mein Meister Racorium da weiterhelfen kann. Er ist ein Experte der Verwandlungsmagie. Bitte, geht zu ihm und bittet ihn, euch zu helfen. Sucht in der Höhle nach der Quelle der magischen Ströme und versucht, sie zu schließen. Um meine Ausführungen weiterzuführen. Racorium Montagonis ist deswegen so berüchtigt, weil er das vergesslichste Gehirn auf ganz Aventurien hat. Ein Sieb. Man könnte sagen, er ist mein aventurischer Avatar, wenn man so will. Und ansonsten, ja, er hat von seinem Kollegen Galotta geredet. Gaius Corduan, Don Eslam Galotta. Ist ein Magier, ich glaube, der ist in Transsylien zu Hause und wird in Zukunft noch eine gewichtige Rolle spielen. Nicht in den Drakensang spielen, glaube ich, aber im normalen Kanon Aventuriens. Es gibt da eine Kampagne, die heißt Das Jahr des Feuers. Sehr gute Kampagne. Wie also heißt euer Schiff? Ein Schiff? Damit kann ich... Oh, da bist du ja wieder. Hast du Nottel gefunden? Ich habe Nottel gefunden. Das ist gut. Ja, wo ist er denn? Hast du ihn nicht dabei? Nottel sitzt fest. Er sagte, ihr könntet mir helfen, ihn zu befreien. Tut mir leid, aber ihr könnt doch jetzt nicht einfach hier weggehen. Wir müssen doch erst den Zoll klären. Oh, richtig. Die beiden Herren wollten ja auch noch ihre Angelegenheit mit mir besprechen. Dann muss ich wohl erst mal hier bleiben. Das gebietet schließlich die Höflichkeit. Kannst du nicht so lange gehen und ihn befreien? Wie sitzt er denn fest? Magiekunde. Er scheint an die magische Matrix des Steinkreises gebunden worden zu sein und ist sozusagen ein lebender Bestandteil der Magie dort geworden. Die Quelle scheint sich irgendwo unterhalb des Steinkreises zu befinden. Drück drauf. Nun, um die Bindung zu brechen, muss man nur die Spannungen in der Quelle auflösen. Dazu geht man am besten zum Ursprung der magischen Energien. Genau da liegt das Problem. Der Höhleneingang ist verschüttet. Verschüttet? Oh, das kenne ich noch von meinen Expeditionen. Hier, nimm dies. Wirkt wahre Wunder gegen mineralische Manifestationen dieser Art. Gegebenenfalls einfach mehrmals applizieren.
Ich gehe besser diese Höhle aufsuchen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch das Piktogramm angesehen von dem Teil. Jetzt muss ich gucken, dass ich es rechtzeitig vorlese, wenn ich es irgendwo finde, weil es ein Questgegenstand ist. Ein bemerkenswertes Artefakt. Wenn man es oft genug anwendet, beseitigt es zuverlässig mineralische Manifestationen und ähnliche Hindernisse. Es ist Rakoriums mächtiger Höhlenöffner. Und das ist jetzt mein mächtiger Spinnenplattmacher. Wir nehmen uns die Zwergstiefel und ziehen die mal ordentlich durch. Die Frage ist nur, warum es niemals innerhalb der näheren Vergangenheit, wo wir hier... Was ist mit Kuano gerade passiert? Wieder schwach auf den Beinen, mein lieber Schleicher. Was passiert, wenn man seine Schleicherwaden nicht richtig trainiert? Mit ordentlichem Durchziehwirksamkeiten. So, wir öffnen jetzt den Felsen über Nacht. Bei Fex, ein Glück, dass hier Magie im Spiel war. Stell dir vor, wie anstrengend es erst mit einer gewöhnlichen Spitzhacke gewesen wäre. Ich glaube, sie wollen mich einfach nur mal rindlings... Ich kann nicht mehr reden, verdammt nochmal. Ringsum bescheißern. Das ist, glaube ich, ein in den Spielen wiederkehrendes Problem mit den Dingen von Rakorium. Oh, es ist Maravamir Ai Elburum. Oder so ähnlich. Klingt südländisch. Was? Wer seid ihr? Was macht ihr hier unten? Hat er euch geschickt? Lügen. Ja genau. Ich komme in seinem Auftrag, oder? Ich bin Ebbus und es Veraxel. Ich suche eine magische Quelle Energien in dieser Höhle. Wir lügen, weil wir es können. Ich wusste doch, dass er Verbündete hat. So hat er wohl auch unser Ritual sabotiert. Einer von seinen Leuten muss oben die Steine manipuliert haben. Seitdem unser Ritual unterbrochen wurde, fällt er mir andauernd in den Rücken. Er will mit allen Mitteln verhindern, dass ich es zu Ende bringe. Ständig versteckt er die Komponenten. Ihr dürft seinen Lügen keinen Glauben schenken. Ihm ist nicht zu trauen. Das ist doch offensichtlich. Helft lieber mir, die Zutaten zu finden. Wer seid ihr? Ich bin Maravamir Ai Elburum, Magier und Erforscher arkaner Geheimnisse. Das Ritual, das ich vorbereitet habe, muss beendet werden. Er darf keinen Erfolg haben. Wer ist er? Er war einst mein Gefährte, aber nun hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Böse und gewissenlos bis ins Mark. Am liebsten würde er mich wohl vernichten. Er darf sein Ziel nicht erreichen. Keine Zeit mehr. Ich muss schnell weiter. Wenn ihr die Komponenten habt, bringt sie zu mir. Ich warte in der Steinkreishöhle auf euch. Und seid vorsichtig. Bestimmt hat er Fallen ausgelegt. Transversalis! Immer diese Transversalis-Magier. Ich will das auch. Ah, Fallen. Wir lieben Fallen. Nein, zurück! Wir lieben Fallen, weil wir so gut darin sind, sie rechtzeitig zu entdecken und nicht andauernd reinzulaufen und fast zu verbrennern. Naja, da sind fiese, kleine, riesige Wühlspinnies. Zum Glück ist es nicht so wie in manch einem anderen Spiel. Was heißt zum Glück? Ja gut, es ist so ein bisschen wie in Action. In Action-Spielen wäre es, glaube ich, cooler. Wenn diese Spinnen tatsächlich auch so Spinnendinger machen würden, sprich, die laufen nicht einfach nur so auf dem Boden herum, sondern können tatsächlich die richtige Spinne auch oben an der Decke entlang kraxeln, sodass man nur das ihrer vielen Füßlein hört. Und dann lassen sich plötzlich von oben herab auf das eigene Gesicht nieder. Wir kriegen den Questgegenstand merkwürdige Knolle. Wir verwechseln sie nicht mit der Nase unseres Zwergis. Innerhalb dieser Höhle müssen wir die ganzen Ingredienzien finden, die zu diesem genannten Ritual in irgendeiner Form das Ergebnis herbeiführen können. Und diese Sachen sind hier in dieser Höhle in verschiedenen Gegnern verstaut. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert hat. Ob irgendwie sein Widersacher, von dem die Rede war, dessen engelsgleiche Stimme wir vorhin vernommen haben, doch tatsächlich... diese Gegenstände an diese Viecher hier verfüttert hat oder hat sie mit Panzertape irgendwo an den Rücken oder sowas gebunden oder ist einfach einer der mächtigsten Naturburschen aller Zeiten, der irgendwie aus der Natur die friedvollen Tiere herbeigerufen hat, Bambi und seine Mutter. Halt. Ich weiß, dass du für diesen Crackling die Komponenten für das Ritual suchst. Vergiss dich, Bambi. Von nun an wirst du meinem Willen gehorchen. Bambi? Wer seid ihr? Oder warum sollte ich euch kommen? Meister, mein Name ist Reveran der Dunkle. Alles in dieser Höhle dient meiner Macht.
Warum steht denn über dir ein anderer Name als Rivaram der Dunkle? Der kommt mir wie bekannt vor, dieser Name. Wenn du mir dienst, werde ich dich reich belohnen. Ich habe die Macht, dir jeden deiner Wünsche zu erfüllen. Widersetzt du dich jedoch, werde ich dich vernichten. Wenn dieser Wunsch Gewichtsabnahme bedeutet, kann er mir bestimmt sein. Öffne die Komponenten aus den umliegenden Räumen und bringe sie zum Ritualplatz in der Mitte. Ich werde dich dort erwarten. Transversalis. Was, der kann das auch? Verdammt nochmal! Also eine Belohnung an. Man muss wohl nicht gerade einen Fuchs zum Vater haben, um da misstrauisch zu werden. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Naja, das Spiel ist doch bestimmt so ausgelegt, dass es ausschließlich mit Klischees arbeitet und diese dann dekompositioniert, sodass der Dunkle, der Vater, so der Sohne, in dessen Haus ich unter dem Tisch dann wohne, ist. Oder wahrscheinlich auch nicht. So, wir kriegen damit die Komponente Nummer 3 in unser Inventar hineingespült. Das ganze Feuermoos, was sich hier unterhalb oder innerhalb dieser Höhle befindet, nehme ich jetzt natürlich nur deswegen mit, weil es mit zu den wertvollsten Kräutern zählt, die in diesem Spiel zu finden sind und die uns am Ende die Geldbörse wieder ein wenig auffüllen, nachdem wir so exorbitant hohe Mengen an Dukaten quasi in den Äther geblasen haben, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Und das alles allein nur wegen des ollen Zantes. Ah ja, wegen des Zantes. Nachdem ich den Kampf dann erledigt habe, habe ich mir dann auch gedacht, oh ja, eigentlich jetzt vielleicht abseits der Brandpfeile und der, wie nennt sich das noch gleich, der Ritterrüstung, hättest du wahrscheinlich so viel mehr gar nicht gebraucht. Oh, hallo, winke, winke, wir kommen gleich wieder. Aber zuvor, Herr Kunn, ein toller Fehlschlag. Oh, da kommt noch mehr. Was war denn das? Riesenschlange? Riesenschlöngel? Riesenschlingel? Oh, ein riesiger Skorpion. Der erste seiner Art, den wir einst fanden. Los, hau ihn nieder, bevor er uns stechert. Komm schon. Ja? Ich glaube, hier an dieser Stelle... Nein, es ist mir hier an dieser Stelle irgendwie noch nicht aufgefallen. Wow. Der hat nicht viel zu lachen. Was? Treff doch mal den Depp. Aber wir finden die eigenartige Beere. Ich finde, das sieht eher aus wie eine eigenartige Kartoffel, aus der Gemüse rauswächst oder sowas. So, jetzt wollen wir unsere Taschen wieder ein bisschen voll machen. Mein Skorpionstachel. Die Augen zu eurer Linken. Stellen wir hier fest, dass wir irgendwie eine fantastische Aussicht aus dieser tiefer gelegenen Höhle nach draußen haben. Und jetzt stelle ich mir persönlich die Frage, ist das hier normal? Ist das eine Art Illusion? Oder ist es gar nicht so tief unter der Erde? Oder ist es so ähnlich wie in Dragon Ball Evolution? Dieser unsägliche Film, in dem sie irgendwann auf einer Straße in ein gegrabenes 10 Meter tiefes Loch fallen und dann etwas später quasi in der Horizontalen ein paar Meter durch eine Wand bohren, 10 Meter tief unter der Erde und dann eine riesige, mörderische, lava-gefüllte Kaverne finden. Von der Größe... Von der Größe eines oder mehrerer Fußballfelder und hoch wie, ja, sehr tief und sehr hoch. Also, passt natürlich genau in die Gegend rein. So, da vorne haben wir einen unserer geliebten Wesen, namentlich eine Riesenkrabbe. Ich habe natürlich mal wieder wahnsinnig viel Pech, was das Pflücken hier betrifft. Und zuerst habe ich gedacht, oh scheiße, Riesenkrabben. In Werfertempel hatten wir so viele davon. Ich kann sie nicht mehr sehen. Und hier fällt mir auf, dass ich die neu erworbene Meisterschützenfähigkeit gar nicht benutze. Und deswegen ziehen wir die einfach mal da rein, weil wir es können. Weil die macht 2 Wunden, der Todesstoß macht 2 Wunden. Das heißt, wir müssen aus irgendeiner Quelle nur noch eine einzige weitere Wunde herbeiführen. Und dann ist ein normaler Gegner, also alle Nicht-Bosse, weil Bosse sind dagegen leider immun, sind sie ziemlich tot. Weil 5 Wunden, ne? Ja? Ich liebe diese 5-Wunden-Regelung, weil sie einfach die Möglichkeit eröffnet, um die Lebenspunkte oder massive Lebenspunkte herumzuarbeiten. So, Riesenkrabbenscheren. Aus dem Effertempel hatte ich insgesamt 39 Riesenkrabbenscheren rausgeholt. Aber für 10 Riesenkrabbenscheren und einen wattierten Armwickel, oder wie das Ding heißt, kann ich eine Krabbenarmschiene, oder wie das heißt, herstellen. Das würde ich natürlich sagen, ist ja super, dann hast du jetzt genau 40 und kannst die 4-mal machen, weil diese Riesenkrabbenarmscheren-Schiene eine Körperkraft dazu gibt. Das Problem ist nur, man findet im gesamten Spiel lediglich einen einzigen dieser wattierten Waffenarmlinge. Zum Kotzen, ich weiß, aber was will man machen, ist halt so. Ich glaube, wenn man eine kriegerische Profession wählt,
noch mehr Viecher. Wenn man eine kriegerische Profession wählt, dann ist, glaube ich, kann man noch eine zweite davon kriegen, weil dann in der Kaserne in Nadoret einer der Verkäufer, der Zeug halt verkauft, ein etwas breit gefächerteres Angebot hat und dort befindet sich dann noch ein zweiter dieser Armwickel oder wie die Dinger heißen. So, jetzt kommen diese Mistviecher aus dem Nichts heraus. Und wir müssen uns ihrer erwehren. Jetzt habe ich natürlich den lieben Thorgrim in die falsche Richtung geschickt, weil der Kuano liebt es natürlich mit seinen mickrigen Ausdauer und Verteidigungs... Achso, ich dachte, ich hätte schon alle Sachen. Na, das waren dann eben halt vier. So, jetzt machen wir, glaube ich, den Sternenwurf. Wir sind übrigens Level 9 und der Sternenwurf macht ab Level 10 einen weiteren wie 6 Schaden. Von daher ist Level 10 oder Stufe 10... natürlich freudig gesehen. Ja, hoffentlich in naher Zukunft. Ja, der gute Kuano hat natürlich einen ordentlichen Knochenbruch mitgenommen. Jetzt kann ich natürlich Selbstbeherrschung irgendwie mal anfangen, bei den Leuten hier ein bisschen besser zu steigern, weil dadurch, ich sag's mal so, ich bin mir nicht mehr ganz, ich glaube, wenn sie Schaden kriegen, der höher ist als die Hälfte der Konstitution, dann müssen sie checken mit einem quasi Probenwurf auf Selbstbeherrschung, ob sie dieser Wunde im Knochenbruch halt widerstehen. Und je höher halt Selbstbeherrschung ist, umso leichter ist es natürlich, diese Probe zu bestehen. Das Problem ist nur, dass Selbstbeherrschung ein relativ teurer Talentwert ist und deswegen warte ich da noch ab, was sich sonst so noch ergibt. Solange sich diese erbärmliche Existenz zurückgezogen hat, ich muss mit dir sprechen. Der Augenblick der Entscheidung ist gekommen. Der andere ist schwach. Ich habe Macht, dich reich zu belohnen. Gib mir die Komponenten. Na gut, wenn ich eine anständige Belohnung dafür bekomme, oder? Auf keinen Fall! Jemand wie euch helfe ich nicht! Dann werde ich dich zerschmettern. Dich und den Schreckling. Niemand hält mich auf. Ich... Transversalis. Außer die Gischt vielleicht? Wie wäre sie jetzt auf jeden Fall weg? Wir wissen, wir ansprechen müssen, wenn wir mal eine Knochentransplantation brauchen, weil der wird sie bald nicht mehr benötigen, falls da überhaupt noch Zeugs drin ist, was wir, besser gesagt, Knochentransplantation. Wobei, wenn jemand einen guten kleinen Finger noch übrig hat, ich nehme die Knochen und den Knorpel und sowas sehr gerne, bitte für die rechte Hand, nicht für die linke, da ist alles in Ordnung, ich brauche was für die rechte Hand, aber... das führt das Thema jetzt vielleicht ein bisschen zu weit und ad absurdum. So, wir suchen jetzt das Zentrum dieser Höhle. Und es sieht hier sehr stark nach dem Zentrum dieser Höhle aus, wo dieser Kerl da hinten inmitten des Lichtscheins so herumsteht. Jetzt wollen wir aber nicht den direkten Zuweg wählen, sondern hier drumherum gehen. Was mir diese Wurzelwerke hier ein wenig erschweren. Und die Tatsache, dass das nicht der direkte Weg ist, sondern einer der Wege, die mitten drumherum führen, ich Depp. Aber egal. Wir korrigieren unseren Missstand und gucken uns hier einmal. Er wird damit nicht durchkommen. Ich werde ihn aufhalten. Tu es! Tu es! Habt ihr die Komponenten gefunden? Es sind 5. Ja, ich habe hier alle 5. Ja, gut. Nun kann ich das Ritual beenden. Ich werde wieder gut machen, was? Nein, das Ritual wird verzogen. So wie es beschlossen war. Hätte ich nicht auf dich erbärmlichen Namen gehört, ich wäre längst am Ziel. Wir hätten wahrlich todbringende Fallen auslegen sollen. Unser Ritual wäre nie gestört worden. Nur deine Schwäche hielt uns zurück. Tutort, gib mir die Komponenten. Ich werde es jetzt beenden. Nein, ich werde dich aufhalten. Ihr, bitte, platziert die Komponenten für mich. Die Reihenfolge ist das Buch. Ihr müsst dem Buch nachsehen. Aber ihr müsst es verändern. Der Zettel, hier in meiner Tasche. Ihr müsst... Hör nicht auf den Arm. Platziere die Komponenten. Benutze das Buch. Vollziehe das Ritual. Ich werde so lange dafür sorgen, dass dieser armselige Präsenz das Ritual nicht mehr stören kann. Gib Bescheid, sobald die Zutaten angeordnet sind. Wie die anderen im Hintergrund stehen und sagen, whatever, gib mir einfach die Abenteuerpunkte. Aber wir greifen einfach mal in seine Taschen rein und unterm Gerippe ist die Notiz. Nur die Frage, wo ist der andere? Und warum sind beide nicht...
standen die gleichzeitig im Raum. Endlich! Isinde, die Mutter der Mysterien, sei gepriesen! Nach jahrelanger Forschung bin ich mir nun sicher, die Formel, die mir in die Hände fiel, muss das Geheimnis der verhüllten Meister sein. Die endlosen Entbehrungen werden nun endlich belohnt, sich vom Schwachen und Vergänglichen zu trennen, in der Ewigkeit aufzugehen. Das ist der Weg zur Unsterblichkeit! Es ist nicht überraschend, dass dieses Ritual dem Dunkel des Vergessens anheimgefallen ist. Ich musste ganz Aventurien bereisen, um die notwendigen Ingredienzien zu finden. Ich war in Al-Anfa, im Firunsland, auf Maraskan, im Bornland und sogar in der Wüste Kom. Nach unglaublichen Strapazen habe ich dort die Essenz des Lebens, des Todes, des Rausches, der Erneuerung und der Betäubung ausfindig gemacht. Eine Aufgabe, die selbst die mächtigsten Magier auf die Probe stellen würde. Aber ich habe es geschafft! Das Wichtigste ist aber das Geheimnis dieses Steinkreises, das nur ich alleine kenne. Er ist zweifach ein dualer Zirkel. Nur an einem solchen Ort ist eine Verschiebung der Sphären möglich. Heikel ist nur der Zeitpunkt, während dem die Riten vollzogen werden. Es darf absolut keine Störung geben. Um sicher zu gehen, habe ich den oberen Kreis mit Fallen abgesichert. Isinde, sei Dank, verirren sich diese einfältigen Zöllner nur selten hierher. Nun muss ich nur noch aus der Formel erschließen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Komponenten jeweils an den 5 Steinen angeordnet werden müssen. Man beginnt auf jeden Fall mit dem mächtigsten und größten Stein, dem nördlichen, und vollendet den Kreis dann in einer Rechtsdrehung. Wenn ich das alte Pergament richtig übersetzt habe, leitet sich die Abfolge aus folgenden Bedingungen her. Nachfolgend die Übersetzung, wenn ich irgendwann auf den Button drücke. Tod und Leben sind am weitesten auseinander und doch ganz nah. Keiner von beiden ist Nachbar zur Blüte aus Maraskan. Die Beere bringt Erneuerung, doch Beeren wachsen nicht in der Wüste Kom. Rausch kommt aus Al-Anfa. Auf Rausch folgt Betäubung. Diese stammt aus Maraskan. Die Knolle bringt den Tod. Das Blatt spendet Leben. Das Leben entspringt dem Firunsland. Dieses folgt auf das Bornland. Ich habe endlich die korrekte Reihenfolge der Ingredienzien ermitteln können. An erster Stelle, am nördlichsten Stein, liegt der Tod, gefolgt von... Hier wurde ein Eintrag mit wilden Strichen unleserlich gemacht und eine Randnotiz eingefügt. Nein, so darf das Ritual nicht beendet werden. Stattdessen müssen wir... Hier wurde wiederum ein Eintrag ausgelöscht und eine Randnotiz eingefügt. Das war knapp. Beinahe hätte er alles zunichte gemacht. Ich habe sicherheitshalber die Ingredienzien in der Höhle verteilt, bis ich ihn endgültig außer Gefecht setzen kann. Doch zunächst muss ich die Reihenfolge der Zutaten wieder rekonstruieren. Vorher muss ich mich jedoch um etwas anderes kümmern. Ich spürte einen Luftzug, obwohl ich den einzigen Zugang zur Höhle noch versiegelt habe. Niemand ist hier eingedrungen. Hier setzt sich der normale Text fort. Ich habe das Ritual genau analysiert. Es unterliegt den normalen Regeln der Metamagie. Die nicht gildenmagischen Komponenten dieses Zaubers, insbesondere dieser eigentümliche Steinkreis, erfordert allerdings eine besondere Beachtung. Seine duale Natur wirkt wie ein Spiegel auf die Arkanenströme und ist in der Lage, sie beliebig zu reflektieren. Daraus ergibt sich ein mögliches Problem, das mir Unbehagen bereitet. Das Ritual könnte umgekehrt werden, wenn... Hier wurde eine Seite aus dem Buch herausgerissen, darauf folgt eine Notiz. Dieser verfluchte Schwächling! Er versucht doch tatsächlich, mich aufzuhalten. Ich habe zur Sicherheit die Notiz aus dem Buch gerissen und an mich genommen, in der Hoffnung, dass er sie nicht findet und mich so meinen Plänen nicht stört. Ja, und jetzt, wir haben eine Notiz aus der Tasche gezogen und wollen uns die jetzt mal angucken, wenn ich die denn finde. Aber es ist natürlich ein Questgegenstand. Hier steht nur, man, die gleichen Prinzipien wie beim Riversalis zugrunde legt. Da die magischen Energien beliebig gebrochen und umgeleitet werden können, kann auch die Wirkung des Rituals aufgehoben werden, indem man die Komponenten in umgekehrter Reihenfolge anordnet. Also beginnt mit dem Leben am nördlichsten Stein. Das bedeutet, wenn man sie... Anders als das Rätsel vorgibt, in umgekehrter Reihenfolge gibt, kann man eine andere Lösung aus diesem Rätsel hier herbeiführen. Doch vorher möchte ich ein paar Dinge noch zeigen. Ah, er wagt es immer noch, sie zu wehren. Aber ich lasse es nicht zu. Ah, er wagt es immer noch, sie zu wehren. Oh. Ich lasse es nicht zu. Jing. Ich gebe nicht auf. Ich beende dein abscheuliches Dasein. Danke. Er hat also die Viecher beschworen. Und kann sie wieder auflösen. Sie halten mich auf, ich bin nicht also. Und da steht er wieder in der Mitte. Also, was ich damit zeigen wollte, ist, niemals ist einer der beiden gleichzeitig da. So, sonderbares Blatt legen wir da rein und legen alles da rein.
Nein, weil das Interface ist kacke. Das Blatt nach Norden. Da kommt die Beere hinein. Am nächsten, glaube ich, die Blüte. Da ist es. Dann die Knolle. Nein, das Kraut. Das Kraut natürlich. Das Kraut. Und dann die Knolle. Das ist jetzt die umgekehrte Reihenfolge für dieses Ritual. Hast du die Komponenten angeordnet? Meine Geduld ist bald erschöpft. Ja, ich bin fertig. Hast du es auch richtig gemacht? Ein Fehler hätte schlimme Folgen für deine Freunde. Oh. Ich bin mir sicher. Gut, so sei es denn. Potentia infinita, Satanaf, Urgewalt, Vitaeterna, Sphärenkraft, Seelenspalt. Es ist vollbracht. Ich spüre die Wandlung. Nur noch einen Augenblick und... Gesinde sei Dank. Er ist fort. Manche Sachen lässt man wohl besser ungeteilt. Wie der alte Rohal schon sagte, wenn du zu tief in deine Seele blickst, starrt sie irgendwann zurück. Sehr klug von euch, die Komponenten in gegensätzlicher Reihenfolge anzuordnen. Dadurch wurde das Ritual zurückgeführt. Nun fließen auch keine arkanen Ströme mehr, falls euch das interessiert. Offenkundig besitzt ihr ein großartiges Verständnis für magische Prozesse. Hier, ich möchte euch diesen Ring schenken. Sehr hilfreich bei der Beschäftigung mit arkanen Angelegenheiten. Nun, in Zukunft werde ich mich lieber anderen Forschungen widmen. Vielleicht wieder kleine Tiere sezieren. Oder große. Lebt wohl. Transversal ist Teleport. Wenn man die Ingredienzien so anordnet, wie es das Buch vorgibt, dann wird die, ja, sag mal, etwas skelettierte Variante von dieser Person am Ende das Ritual überleben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das dann auch eine andere Belohnung gibt, aber so rum ist es mir dann doch lieber. Hallo, hab Dank für meine Rettung. Als ich spürte, wie die magischen Kräfte abebbten, bin ich sofort zu Meister Rakorium zurückgekehrt. Jetzt muss ich mich erstmal um den Zoll kümmern. Die beiden Wächter sehen schon ziemlich mitgenommen aus. Sprecht nochmal mit meinem Meister. Er wird euch sicher belohnen. Falls ihr euch wiedererkennt. Oh, da bist du ja wieder. Und da ist ja auch, Notte. Ja, es ist mir gelungen, ihn zu befreien. Oh, Hesinde sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste mir schon wieder einen neuen... Ja. Na, dann wollen wir mal weiterreisen. Diesmal schaffen wir es bestimmt bis nach Havena. Ich hoffe, Fürst Benain ist über die Verspätung nicht zu ungehalten. Mach dich also bereit und... Aber Meister, was ist mit unserem Forschungsmaterial? Wir können es doch nicht hier lassen. Oh, ach ja, das nehmen wir doch lieber wieder mit, was? Na, dann kommt, Notte. Transversales! Einen Moment noch, Meister. Ich muss mich noch für meine Rettung bedanken. Hier, das mag euch auf euren Reisen noch nützlich sein. Ihr müsst nur aufpassen, dass... Transversal! Stufe 10! Ja, damit wäre die Sache erledigt, oder? Ah ja, kein Reisender, kein Zoll. Klare Sache, oder? Los, gehen wir ein helles Trinken. Ja, ich auch. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder.